Ahoi, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir starten mit einem Flunkiefer Raid. Ist eine Arena, die ich noch auf Gold brauche. Vor allem hier wohnt jemand, also wird noch länger dauern. Deswegen nehme ich einfach jeden Raid mit. Und Flunkiefer, hey, kann ich noch 100 gebrauchen. Scheint ich zwar nicht mehr, aber 100. So, ja, und danach? Danach ist eigentlich nichts geplant, weil ich sage momentan kein Event. Gestern war die legendäre Mittagspause und Alter, die war legendär. Checkt das Video von gestern ab. Und bevor ich es vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, gebt ein Abo, gebt einen Kommentar. Ja, das war krass. Naja, wie gesagt, heute ist nichts geplant. Heute ist Donnerstag, das seht ihr am Freitag. Alles ganz gut, ganz entspannt. Und dann am Wochenende natürlich bei Quasis zurück. Werde ich mir gönnen. Ein paar am Samstag, ich glaube eine Menge am Sonntag. Und dann, ja, Montag muss ich schauen, weil Montag ist Montag. Aber ich hätte Zeit natürlich. So, Flunkiefer-Check und dann, heute ist ja Donnerstag, für euch Freitag, wie gesagt, kann ich meine Feldforschung abholen, so wie immer. Nix Gute. Ich habe hier schon ein paar Agen gemacht. Oh, da kommt jemand. Ich habe hier schon ein paar Agen gemacht. Das ist natürlich immer geplant, steht immer auf dem Programm. Hier und da die Agen auf Gold bringen. Und ein neues Projekt. Ich werde es tatsächlich wieder anfangen. Ingress. Gestern mit einem Kollegen bei mir in der Gegend ein paar Portale eingereicht, die hoffentlich zu Stops werden. Ihr wisst ja, hier in der Gegend treibt sich in letzter Zeit irgendeiner herum, der neue Stops setzt. 2, 3 neue Arenen hat er jetzt schon hier gemacht. Ich bin auf der Suche nach dem, weil zusammen können wir eine Menge erreichen. Ich habe viele Ideen. Aber auf jeden Fall hat gestern ein Kollege vorbeigeschaut. Wir haben ein paar Sachen eingereicht. Mal schauen, was alles durchkommen wird. Und das hat mir eine Menge Spaß gemacht und er konnte auch mehr Sachen einreichen als erwartet. Dementsprechend, ja, habe ich Bock drauf. Werde ein bisschen irgendwas zocken, mal schauen, wie das laufen wird. Ich habe es ja schon mal angezockt, aber null Interesse gehabt. Aber jetzt mit dem Ziel, die Stops einzureichen, weil hier gibt es so viele Sachen. Wir haben nicht mal einen Bruchteil eingereicht und es ist noch so viel übrig. Also ich habe da echt große Pläne, deswegen Zeit für Ingress. Aber naja, erstmal 7 Tage. Noch nicht. Warte. Jetzt. 7 Tage. Keine Angst. Es kommt nicht Kapador. Oh, Sinnostein. Naja. Es kommt nicht Kapador. Beim Durchbruch. Regi-Eis. WP kann ich nicht auswendig, aber ein 100er Regi-Eis. Könnte ich gebrauchen, Alter. Ich könnte auch ein 98er gebrauchen. Ich könnte auch ein 96er gebrauchen. Von den Regis habe ich nur Regi-Stil. Regi Rock und Regi Eis bräuchte ich noch. Also 96 Minimum. Also das sind die einzigen zwei und Gigatina. Die drei legendären, wo ich nicht 96 Minimum habe. Also auch noch nicht gepusht. Really strong. Schade. Schade, schade, schade. Wie gesagt, wir gehen jetzt ein paar Arenen machen und dann noch ein bisschen Ingress spielen wahrscheinlich. Ja, wir sind zurück, Leute. Wir haben nicht viel gemacht. Das Wetter ist immer noch schrecklich, sehr, sehr windig draußen. Echt ein Horror für mich. An sich gibt es nicht viel zu sagen oder machen. Was halt gut ist, weil jetzt haben wir die Zeit, ein paar andere Sachen zu machen. Aber hier haben wir es nochmal bestätigt von Niantic. Es wurde ja bereits gemunkelt. Ich habe ja gesagt, nicht mehr viele Versuche für Angriff vom Deoxys. Beim übernächsten Mal müsste Verteidigungsform Deoxys am Start sein. Nicht mehr Solo machbar. Nicht mal Duo. Wahrscheinlich Trio oder Quattro. Bisschen leidend, wieder Teamwork, wieder Absprechen mit den Leuten, aber... Ja, nächste Woche die letzte Chance auf einen guten Deoxys Angriffsform. Bei Deoxys habe ich meine Anforderungen sogar runtergeschraubt auf 93. Habe eine Normalform 93 gemaxt. Würde ein Angriffsform Deoxys 93 maxen, aber also rein theoretisch habe ich einen. Problem ist, der hat Angriff 12. Der hat 12, 15, 15. Hatte mich eigentlich schon gefreut. Müsst ihr eigentlich mitbekommen haben und dann Angriff 12. Vor allem bei Angriffsform Deoxys Angriff 12. Den kann ich nicht maxen. So, hier sind meine Deoxys. 41 habe ich gemacht. So sieht Defenseform aus. Verteidigungsform. Oder eher gesagt, so. Das war eine Anspielung auf Yu-Gi-Oh! Wir können uns mal meine Deoxys anschauen, ganz kurz. Deoxys Combat Power. Das ist der, den ich gemaxt habe. Normalform. Das ist traurig. Wetterboost. Deoxys hat
18, also 100%, irgendwas im 40er-Bereich, 18, 40, irgendwie sowas. Mein Bestes, ich habe einen einzigen über 18. Wie traurig ist das, Mann? Wie traurig ist das? Der Rest nur 17 irgendwas. Alter. Ich muss sagen, ich habe überraschend viele Wetterboost-Dioxys. Kann mich gar nicht erinnern, so viele gemacht zu haben. Mit Wetterboost. Hier, 1463. 14, 74 oder 72, irgendwie sowas, ist 100%. 63 ist eigentlich ziemlich krass, aber Attack 12. Naja, das war meine Sammlung. Ich habe heute oder gestern für euch, oder vorgestern für euch, gestern für mich, ein neues Shiny bekommen. Geklickert, irgendwann im Beutel dann entdeckt. Shiny Natu. So, entwickeln wir das mal schnell. Morgen kommt ein neues Video, Shiny Update, weil viele danach gefragt haben. Ich habe ja letztens die Shiny-Sammlung von Zero of Time angeschaut. Und da wollten viele, dass ich mal wieder ein Update mache. Das kommt Samstag. Samstag natürlich auch Galquaza-Tour. Und Sonntag. Und Montag. So. Ivy, schrecklich, aber ist egal. Neuer Shiny. Einfach so bekommen. Kampf-Event jetzt. Leider kein Macholo. Leider kein, was war der andere? Mankey bekommen. Aber jetzt als Entschädigung wenigstens ein neues Mal wieder. Ich habe in letzter Zeit eh eine Menge bekommen. Also Update. Eine Menge Sachen im Update. Schaut da vorbei. Ansonsten, jetzt wo nichts los ist, können wir mal ein paar Sachen entwickeln, die ich mir bisher aufgehoben habe, aber einfach keine Zeit oder nicht den richtigen Moment gefunden habe. Zum Beispiel Meltan. Mein Bestes jetzt, ein Lucky 93er. Gestern im Livestream auch eine Meltan-Box abgeholt. Viele fragen mich immer, warum was dein Bestes Meltan? Jetzt wisst ihr es und jetzt entwickle ich zum ersten Mal Melmetal. 93er Lucky. Rein theoretisch könnte man den auch maxen, ist nicht so schlecht, vor allem Lucky. Aber, ja, dadurch, dass ich halt jede Woche ein Meltan bekomme oder eine Meltan-Box und dementsprechend eigentlich eine unendliche Ressource an Meltans habe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein 100er kommt. Und ihr wisst, ich bin geduldig, also jetzt erstmal wenigstens den Dex-Eintrag. Und wir reden ja gerade von Shinies, dementsprechend. Ein Shiny kann ich auch noch entwickeln. Hab zwei bekommen während des Events. Zwei in einer Box. Also ich habe nur eine Box gehabt, wo Shiny drin waren. Und die restlichen Boxen, nada, nix. So. Haben wir das auch abgehakt. Also zwei neue Deckseinträge sozusagen. Weil der war ja auch jetzt nicht mehr, aber die Shiny muss man ja auch entwickeln, sonst ist da auch immer noch Schatten. Oh, 2499. Alter. Perfekt für die Liga. Melmetal übrigens in PvP ziemlich gut. Ich entwickle mal meinen Besten. Ich habe noch viel aufgehoben. Ich dachte mir, keine Ahnung, muss ich mal mit irgendjemandem tauschen, der Interesse hat. Ich hätte nichts dagegen, ein paar Kranz-Pikachu zu tauschen. Falls es irgendjemand sieht und Interesse hat, sich da ein gutes Kranz-Pikachu irgendwie zu ertauschen. Muss mal Ding fragen. Ja, mach ich mal. So. Dann natürlich die Evoli, was auch sehr interessant ist. Denn man braucht verschiedene. Und ist alles zufällig. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Also nach Targa und Psyana kann man ja entscheiden. Jetzt dann für die zwei neuen, Pflanze und Eis, müssen wir schauen, wie das abläuft. Aber jetzt die drei hier ist vollkommen random. Und da muss man sich natürlich auch eins aufheben für ganz, ganz später. Fee. Und jetzt Gen 8. Es wird gemunkelt. Es kommt ein neues. Mit so Rüstung, Metall, Stahl. Also ein paar muss man sich auf jeden Fall immer aufheben. Die vertausche ich, glaube ich, nicht. Die behalte ich erstmal alle. Man weiß ja nie. So, 2 von 2. Haben wir Glück. Nehmen wir mal ein bisschen höheres. 2 von 2, wir brauchen nur noch Blitzer. Aber die Pikachu, wie gesagt, die kann ich wegtauschen. Ivy, gut, das wäre nicht schlecht für meine Pikachu-Sammlung. Ah, ne. Doppelvermager. Okay. Das wäre auch zu heftig gewesen. Bei den Shiny hatte ich Glück. Drei entwickelt, alle drei unterschiedlich. Das war echt heftig. Da hatte ich mir echt Sorgen gemacht. Aber. Na. Wir haben ja genug von denen. Oh Gott.
Drei Flamara, was ist da los, Mann? Ich weiß, ich bin gerade on fire mit meinem Luck, aber trotzdem. Falls ihr nicht wisst, worüber ich rede, checkt das Video von vorgestern oder so ab. Von gestern sogar. Ich habe noch einen 100er gefangen. Legendär. Es war Dialga. Was auch sonst. Zu heftig in letzter. Oh mein Gott. Okay. Jetzt ist nicht mehr lustig. Jetzt ist nicht mehr lustig. Komm. Der ist extrem hoch. Falls jemand Flamara mit Blumenkranz braucht, kann er sich gerne bei mir melden. Okay, Mann, was ist da los? Jetzt reicht's aber. Alter, hör auf! Spiel, hör auf! So, noch ein Versuch. Wehe, wehe. Okay, da haben wir's. Blitzer auch am Start. Er hatte mir schon Sorgen gemacht, Mann. Was war das für eine Flamagerwelle auf einmal? Genau. Bei Quasars wollte ich euch noch zeigen. Weil heute Abend fängt's an, aber heute Abend gibt es keine Raids mehr bei uns. Dementsprechend für uns dann Samstag. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr gehypt seid, ob ihr am Start seid, weil München wird, glaube ich, abgehen. Was ich so in den ganzen Gruppen mitbekommen habe. Die ganzen Listen, die ganzen Leute, die sich angemeldet haben, das wird heftig. Ich zeige euch mal meine Quasars-Ausbeute. Und dann können wir das vergleichen nach dem Wochenende, wie viel ich gemacht habe. Ihr wisst, ich hatte diese verrückte Tour, Warfu-Tour, wo ich nicht jeden gefangen habe. Dementsprechend diese miserable Quote. Ich habe 2 98er. Einer ist Max, einer ist nicht Max. Der zweite, der nicht Max ist, hat Attack nur 14. Nur. Ist aber natürlich trotzdem klasse und wird den natürlich trotzdem maxen. Ausgehend davon, was ich dieses Wochenende alles an Quasar bekomme. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt aufs Wochenende. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business. Vor allem dieses Wochenende.